Jetzt dreh ich die Gerät in der Frontalebene, sage ich mal, je nach Belastungsniveau. Jetzt ist das in der Senkrechte, weil ich will jetzt nicht mehr von hinten arbeiten. Jetzt habe ich den quasi gedreht in der Frontalebene, darf ich, weil meine Bänder kommen von der Frontalebene. Nicht vergessen, ich wiederhole, das ist schon in der Senkrechte, aber weil ich die Bänder jetzt von der Frontalebene habe, sage ich Frontalebene-Position. Okay. Jetzt mache ich das gleiche Geschichte wie vorher, nur seitwärts. Okay? So, ich will Elrich nicht zu viel Zug erstmal damit anfangen, weil es kann sein, das ist zu viel und dann das zieht dich zu schnell und dann kippst du um oder irgendwas, das muss ja nicht sein. So, das heißt, wir bleiben bei 8 Hertz, 8. Dann wir lassen Mr. Bozu genau dort, wo er vorher war, wir haben nur das Gerät gedreht. Und dann, pass mal auf, immer biomechanisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn du merkst, das ist einfach, dann musst du versuchen, mit einer anderen Belastungsstufe zu arbeiten. 20 Wiederholungen.